Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Paradise Lost. Mit dem Kater, der an der Tischplatte kratzt, weil er Leckerlis haben will. Was denn los, alte Ziel? Da, Mensch. So, hier haben wir noch so ein Eckbüro. Das kann ich zeigen. Hier muss ich mal ein bisschen den Kopf senken, damit ich nicht so viel tensieren. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Ja, diese Propaganda-Werbung, ich kenn's. Also, ich muss dazu sagen, ich habe den Nationalsozialismus damals in der Abschlussprüfung gemacht. Ich habe da ein bisschen Ahnung. Noch. Okay, ist nicht drauf. An Oberst Hugo Neubauer, OKW-Leiter der Truppenausbildungen oder Werter Oberst. Soeben habe ich die vorgeschlagene Ausbildungsrichtlinien für das Programm Nationalgarde des Dritten Reichs erhalten, das dafür entwickelt wurde, Kinder auf die Einberufung in die Volkswache vorzubereiten. Der Verfasser ist ein gewisser Herr Major Horst Kosik. Ich zweifle ernsthaft daran, dass Major Kosik, jemals einem Kind begegnet ist. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum er Gewehre mit Kugeln zu beladen als Übung zur Koordination vorschlüge. Okay. Und das bei dem Programm für Fünfjährige. Es ist ziemlich dämlich. Okay. Ich fordere nachdrücklich dazu auf, dass Sie dieses Programm ablehnen und mit der Unterstützung von Entwicklungspsychologen ein neues erarbeiten. So erhalten Sie einen fachlich fundierten Einblick in die mentale und motorischen Fähigkeiten von Kindern verschiedener Entwicklungsstufen. Im Gegensatz zu Maya Kuschik verfügen diese Fachärzte über ausreichend Kenntnisse im Bereich der angewandten Pädagogik. Ihr, dem Führer, ihr wisst, Hannelore Weiß, Leiterin der Methodikabteilung der Nationalsozialistischen Lehrvereinigung. Junge, warum müssen die immer so lange Wörter benutzen? Warum steht auch immer den blöden Affen da? Zertifikat. Deutsches Kreuz in Gold. Fuck, jetzt hab ich drauf geguckt. Klaus Dingsbums, Doktor der gesamten Heilkunde? Aha! Junge, was piept denn hier da oben? Es ist schon gewaltig, was hier. Das wird ein Architektenbüro sein oder irgendwie, die haben hier wahrscheinlich alles irgendwas gebaut. Ein weiterer Tag in der Hölle. Okay. Der hat hier was gemalt. Oder kann ich das mitnehmen? Nee. Transkript eines aufgenommenen Gesprächs zwischen Oberdienstleiter Marc Pfeiffer und Günter Ludwig, dem Direktor der GG-Kommissariats Abschen Krakau. MP, was in drei Teufelsnamen geht bei Ihnen vor sich? Ich habe noch immer keinen Dinkel. Wenn Sie glauben, dass ich bis zur Ernte warte, dann lassen Sie mich das augenblicklich klarstellen. Das werde ich nicht. Achso, das ist hier MP, ist hier Max Pfeiffer und GL ist Günter Ludwig. Ludwig, auf einmal haben Sie Ihren Verstand wegen dieses verdammten Getreides verloren. 30 Mal am Tag rufen Sie auf dem Vaterland an, aus den böhmischen und mährischen Schutzgebieten. Ja, selbst aus Frankreich, allesamt reden Sie nur noch von diesem elenden Weizen. Jahrhundertelang haben Sie es ganzen Generationen ohne dieses Zeug geschafft.
Da hat auch, es hat auch keiner, hat sich auch keiner beschwert. Pfeiffer, ich beschwere mich aber. Ich habe den Befehl, sicherzustellen, dass die Lieferung abgeschlossen wird. Ludwig, ich kann es mir auch nicht einfach aus dem Rippen schneiden. Denken Sie, ich hätte nicht schon überall nach Reserven gesucht. Schreiben Sie eine Beschwerde an das Ministerium für Landwirtschaft. Dann werde ich das tun, Herr Pfeiffer, Sie Affe. Nee, Herr Ludwig? Nee, Herr Pfeiffer. Nee, Herr Ludwig. Herr Ludwig. Herr Ludwig war der Typ, der dagegen gewettert hat. Okay. So, was haben wir hier? Plan B für eine Raumstation oder was? Das ist Ebene 01. Ist hier noch irgendwas? Hier lief dann das Propaganda-Video, würde ich sagen. Okay. Das ist ja gar nicht gruselig. Was haben wir hier liegen? Sieht aus wie ein... Wie ein, keine Ahnung. Wie ein Cyber... Cyber-Dingsbums. Dankesrede von Professor Kurt Hartmann zum Anlass der Preisverleihung im Rahmen des 25. Jubiläums des Dritten Reiches am 30.01.53. Gut, wir wissen, dass das fiktiv ist hier, dieses Spiel und dieses Szenario, weil in diesem Jahr war das alles schon Geschichte. Mit wirklich außer... Wow! Ich wollte niesen, ging nicht. Mit wirklich außerordentlichem Erfolg haben wir einen Universalrechner entwickelt, dessen Leistung mindestens 50.000 Mal höher ist als der des ENIAC der Amerikaner. Seine Bauweise setzt hochmoderne Technologien der neuronalen Kommunikation im Hippocampus ein, die durch schwache elektrische Impulse und durch die Aktivierung von normalerweise nicht genutzten Arealen des Gehirns aufrechterhalten wird. Durch die Bedienoberfläche kann dieser Rechner gleichzeitig Informationen verarbeiten und speichern, während er diese für weitere Prozesse zur Verfügung stellt. Wir gehen von einer Betriebszeitraum von ungefähr 4 Jahren aus. Danach wird die Rechenleistung abnehmen und kann unter Umständen die Stabilität des Systems gefährden. Ja. Wir wissen ja alle, dass sie alle ein bisschen größenwahnsinnig waren. Und auch nach dem Heiligen Gral gesucht haben. Ja, wer tut das nicht? Ich habe auch den Heiligen Gral hier irgendwo. Warte mal, scheiße, ich habe ihn verloren. Ach, verdammt. Warte mal, der Heilige Gral. Warte mal, hier. Hier ist der Heilige Gral. Nein. Spaß beiseite, ernst, geh weg. Sag mal, Katerle, hast du gekackt oder was? Junge, Junge, das ist ein Kater. Ganze Bude steht. Oder gekotzt, ich weiß es nicht. Oh, wir sind im Museum. Gebäudekomplex Waffenmodell. Ich bin ganz froh, dass ich hier das Fenster auf habe. So, was haben wir hier? Was steht hier? Raketenbetriebswerk. Präsentationsmodell. Hier. Auch noch ein Raketentriebwerk. Och, bitte!
Ist ein bisschen gruselig. Aha. Das Rednerpult. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich weiß, was du da irgendwo bist. Arr. Is anyone out there? Hello? Hi. What? Who's there? Hey kid, calm down. There's no need to get upset. I'm not a kid. What do you want? Who says I want anything? You're the one who said hello. Who are you? Das stimmt. I came here to look for things to scavenge, just like you. I mean, that's why you're here, right? Nein. Ah, oh, you can tell me. No. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here. But hey, I can help you with that. I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. That canvas, switches, and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? How can I trust you? I don't know, just trust me. Geil. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. I know what it's called. Alright, alright. So? Will you help me? Es könnte auch eine Falle sein, aber ich werde mal drauf eingehen. Dobrze. I will help you. Tell me how. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Should be minus 2 if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. I... Did you want to say something? I'm glad I found you. Oh. I'm glad you found me too. Anywhere, so if you see a microphone, you can say hi or whatever. Okay. Das riecht irgendwie ein bisschen nach Falle, aber ich gehe einfach mal drauf ein. Oh nee, jetzt weiß ich, woher der Gestank kommt. Da muss wieder irgendein Bauer sein Feld düngen, ist ja wichtig. Das ist also die Schmiede hier. This place is made of salt. I mean the cave, not the warehouse. I figured I would entertain you with some facts about this place. That might have been the only fact I know about this place. Geil. That's because all of the warehouse. So you will be hearing from me. Geil. Anweisung für das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition zur Rückgewinnung von Materialien nach abgeschlossener Evakuierung. Die ersten Versorgungsgüter für die Kolonisten verfügbar sein werden, die für die Kolonisten verfügbar sein werden, sind sämtliche Metall-, Holz- und Lebensmittelmaterialien, Ledermaterialien, die aus dem für die Operation Untertauchen verwendeten Zügen gewonnen werden können. Aus diesem Grund sollen diese gründlichst durchsucht, demontiert und ihre Material zur sofortigen Wiederverarbeitung aufgearbeitet werden. Alle Kolonisten sollen stets dafür Sorge tragen, dass der Bunker beim Verlassen
Waffen und Vorräte für mindestens 2 Divisionen produziert hat. Den Vorräten und Kapazitäten es ermöglichen sollen, zudem Forschung sowie Entwicklungsarbeiten zur Optimierung herkömmlicher Waffen und der Entwicklung neuer Waffen aufgenommen werden, um unseren Sieg zu gewährleisten. Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Uncut Freak, Herr von seinem YouTube-Kanal. Bei Bedarf Artenschutz tragen. Ich würde es gerne lesen, was ist das? You're getting out of there so easily. I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. What should I do? Do you see that crane? I think I can control it from here. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. That lever, you need to pull it. Ersatzteile. Jetzt? Ich habe nicht zugehört, was ich machen soll, Scheiße. Ziehen wir mal den Hebel. Ich sollte irgendwas mit dem Kran machen. Ich habe aber leider jetzt. Ich hab's nur wieder halb gelesen. Oh Mann. Ah. Got it. Und nun jetzt? What are you planning to do with that rocket? Be quiet, I need to focus. Deckung! It might blow up. It won't blow up! Don't! Are you alright? How did you know it wouldn't blow up? I didn't. So you risked my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. Wie geil. Na gut, ich gehe mal davon aus, das Ding wurde zusammengebaut und der Sprengkörper wird ja eigentlich immer erst zuletzt
Wird ja eigentlich immer erst zuletzt montiert normalerweise, also vermutlich. Achso, scheiße, hier kommen wir nicht lang. Und außerdem ist sie ja nicht mit der Spitze rein, sondern mit dem Triebwerk. So, wir sind hier in der Kamera, das heißt, die kann uns hier nicht voll blubben. Oben. Nicht kürzen, stürzen. Was ist da drin? Vorsicht, zerbrechlich. Ich sollte lieber eine Granate mitnehmen, das wäre vielleicht sinnvoll. Toll. Komme ich jetzt irgendwie... Yes, sehr gut. Vielen Dank. Hier wollte ich hin. Also, es hat ein paar Rätsel. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool eigentlich. Hier wurde auf jeden Fall geschossen, so wie es aussieht. Hallo, Carter. Deutsche Reichsbahn. Alter, das ist eine Bluetooth-Box. Lass die leben. Wir gucken mal hier. Da habe ich nämlich was gesehen hinten im Waggon. Nein, du gehst da nicht drauf, Typ. Also ich habe nur das Licht hier oben gesehen, aber ich will trotzdem gucken, was hier abgeht. Eine Aufnahme. Okay. Da war rechts das Klo, da war ein Eimer hinter dem Vorhang. Scheint so, als ob die sich hier versteckt haben. Könnten Widerstandskämpfer gewesen sein. Ich kann mich auch täuschen. Geht's nach oben. Das sieht doch schon mal gut aus.
wollen ja auch nach oben. Jawohl, sie hat das Kommando. Room, isn't it? Ich glaube schon. Ich hätte mindestens einen Computer. Die Tür geht gleich zu, wir kommen nicht mehr raus. Steht hier Zugang zur... Alter, keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, es ist im Dunkeln. Erstmal gucken wir in die Schublade. Maschine sein, glaube ich. Hey, where are you? What do you mean? I'm still here waiting for you. I'm in the room you told me to go to. What? That's impossible. You must be in a different room then. Sorry, I didn't know.
I didn't mean to send you on a wild goose chase. That's okay. We all make mistakes. You're kind. I really thought it was here. It really means a lot that you trusted me. I'm sorry I disappointed you. Das ist der Computer. The truth is, I don't know what's happening to me. I've been locked in here for I don't know how long, and I'm getting really scared. I guess what I'm trying to say is that you are my only hope. Hope isn't going to help me find a way. You're right. What are you doing? Just give me a second. Yes, I got it. It says here, you're in a control room, right? So you're probably talking through an EVE console. I guess. That machine has control over the entire area. We should be able to get access to the maps, doors, shafts, everything. But the screen says it needs a memory tube. Huh. I wonder what that's for. See if you can find one lying around. I'm looking it up right now. It says here that the memory tubes have something to do with the oversight system for the whole bunker. They recorded events back when the system was still working. Okay. Ich weiß, wo eine liegt. Durch Zufall habe ich sie schon gefunden. Das jetzt schlau ist. Da war er auf den Fernseher geschossen. Da hat ihm wohl nicht gefallen, was da lief. Wieder werden geladen. Systemschreiber. Letzter Fehler wird wieder gestellt. Hauptrechner, Nummer, Auszeichnung, wenige Minuten. Ich habe nicht autorisiert im Video erfasst, Aufzeichnung der polnischen und all das kann ich gar nicht so schnell lesen. Okay. Entsendung der Truppen an ihre Position, Überleben der Zivilisierung 96%, militärische Verluste 65%. Szenario B. Die Nutzung der Schutzwaffe erfasst, Wechsel zur Hauptrechner. Willem Sonderbuch SS, Oberhauptführer, Prüfungsteam, die haben die Schusswaffe erfasst. I told you, not in front of her. He reached for his gun. What was I supposed to do? Okay, let's see what we can do about this machine. Hurry! Dominika. Change the fucking protocol. We could do that.
exactly what we need. Keep it up. I'm not doing anything. It's a machine. What's it doing? It's deciding on an outcome. But... but what? But there's... okay, davon ist gut, ja. Radikaloffensive, Entsendung eurer Truppen in die Schmiede. Verluste 81, Erfolgsrate 90. Ablenkung, Lüftung, Abschalten und Ofen überhitzen. Verluste 35%, Erfolgschance 90. Warnung, Schäden an den Öfen könnte... Pretty horrific. Yeah, yeah. This was. It's like the bunker was trying to defend itself. By any means necessary. I guess that's all war really is in the end. People killing each other in desperation. Did it end? Did what end? The war. Did the war end? Yeah. I think so. I don't really know. Yeah, no one tells me anything either. So, what was it like where you came from? The world is really peaceful. That's good to hear. I hope it stays that way. So, what do we do now? Now, I have access to the control system in this area, and I can let you out of this room. I'll study the map and try to find the central control room. Go straight through the forge. There should be a passage down there. Okay, ich würde mich mal über Speichern freuen. Aber ich kann nicht selber speichern, schade. Dann gehen wir mal hier lang. Ich würde nämlich gerne diese Folge beenden. Wir überziehen ein bisschen. Jetzt aber würde ich sagen, wir beenden erstmal diese Folge und es geht weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne, tschüss.